Hi, wenn du wissen möchtest, warum manche Menschen glücklich sind, zufrieden sind mit sich selbst, mit ihrem Leben, eine glückliche Partnerschaft führen und alles, was sie scheinbar anfassen, zu Gold wird, dann bist du jetzt bei diesem Video genau richtig. Ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir über das Thema, wie manifestiere ich richtig meine Wünsche sprechen. Ja. Du kennst das sicherlich. Du möchtest etwas anfangen, du bist voller Euphorie, du bist voller Motivation, du beginnst etwas und schon nach kurzer Zeit hast du schon die ersten Probleme und du fängst an dir selbst zu zweifeln. Es klappt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder es kommen Komplikationen auf und es ist schwieriger, als du es gedacht hast und ja, schon meistens so nach ein, zwei Tagen oder nach 3 Tagen verliert man die Lust, verliert die Motivation und ja, dann lässt man das Ganze auch auf Seite liegen und beschäftigt sich nicht mehr damit. Aber mit diesem Gefühl bist du nicht alleine, denn die meisten Menschen auf dieser Welt haben genau das Problem. Sie können, wenn sie sich einen Wunsch vorgestellt haben oder wenn sie sich einen Wunsch vornehmen, erreichen sie das in den allermeisten Fällen leider nicht. Und ich möchte dir heute 4 Schritte mit auf den Weg geben. Und wenn du diese 4 Schritte befolgst, dann kannst du deine Wünsche erreichen und deine Wunschvorstellung manifestieren. Der erste Punkt ist, sich einen Wunschzustand auszusuchen. Das heißt, du musst ja erstmal wissen, wo du hin willst, bevor du losgehst. Ja, das ist wie wenn ich mir vorgenommen habe, ich möchte eine Reise unternehmen, aber gar nicht weiß, wo ich hin will. Ja, oder ich möchte zu den Alpen Urlaub machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ja, wo genau möchte ich denn hin? So, und das ist schon mal der erste Punkt. Das ist schon ein riesiger Fehler, der begangen wird, den ich begangen habe. Den eigentlich jeder begeht, der nicht weiß, wie man manifestiert, der man weiß gar nicht, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist denn mein Wunsch? Was möchte ich denn wirklich für mich? Und nicht vielleicht, was die Gesellschaft möchte oder was deine Partnerin möchte oder was andere Menschen möchten. Das sollen deine Ziele sein, deine Wünsche und nicht die Wünsche von anderen. Und wenn du das weißt, wenn du das herausgefunden hast und dafür musst du einmal in dich tief reingehen. Du musst wirklich mal in dich tief reingehen und dich mal selbst fragen, was macht mich glücklich? Was macht mich zufrieden? Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich mit 70 Jahren auf mein Leben zurückschauen? Was macht mich glücklich, zufrieden und was macht mich stolz, wenn ich mit 70 Jahren auf mich in der jetzigen Perspektive schaue? Wenn du dir diese Frage beantwortet hast, dann bist du schon mal ein großes Stück weiter, weil dann weißt du wenigstens, wo du hin möchtest und läufst nicht einfach planlos darum. Deswegen scheitern nämlich schon grundsätzlich die meisten Vorhaben, Pläne, Projekte, Wünsche, weil die Leute gar nicht erst nachdenken, was möchte ich denn erreichen damit. Ja, sie fangen irgendwas an und haben sich noch gar keine Gedanken gemacht, wo möchte ich denn in einem halben Jahr sein? Wo möchte ich denn in einem Jahr sein? Wo möchte ich in 5 Jahren sein? Was soll das Endziel des Ganzen sein? Sie wissen das, sie finden die Idee toll, sie finden vielleicht den Plan gut oder ja, irgendjemand hat ihnen erzählt, guck mal, so und so kannst du viel Geld machen und dann finden die das ganz toll und stürzen sich rein und genau dabei passiert ist, dass du dann nach 2 Tagen die Motivation und die Lust dabei verlierst. Deswegen ist es der erste Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Du musst erstmal wissen, was möchtest du? Möchtest du eine glückliche Partnerschaft? Möchtest du vielleicht abnehmen? Möchtest du endlich deinen Traumkörper erreichen? Ja? Wenn du zum Beispiel deinen Traumkörper erreichen willst, okay, aber wie soll der aussehen? Weißt du überhaupt, wie der aussehen soll? Ja, ein Traumkörper erreichen, ja, das wollen alle. Wie sieht der denn aus? Hast du vielleicht ein Sixpack? Hast du vielleicht große Muskeln oder möchtest du athletisch aussehen? Und dann geh mal hinein und stell dir das doch mal vor, wie das aussieht. Ja, guck dich mal
aus deiner Ego-Perspektive von oben nach unten an und schau, wie das auszusehen haben soll, wie deine Beine auszusehen haben sollen. Ja, so Kleinigkeiten, wie sollen deine Waden aussehen, wie sollen deine Bauchmuskeln aussehen, deine Brust, deine Schultern, deine Arme. Du brauchst eine genaue Definition davon, was du erreichen möchtest, was dein Wunsch ist. Denn wenn du das nicht hast, ja, dann fährst du praktisch wie ein Schiffskapitän auf dem großen Meer, ja, der Meer der Möglichkeiten ohne Kompass. Du hast gar keine Ahnung, wo dich das Wasser hintreibt, wo dich der Wind hintreibt, du segelst einfach mit. Ja. Also das ist der erste und ein wichtiger Punkt, ja, sich einen Wunschzustand auszusuchen. Wenn du das gemacht hast, wenn du das herausgefunden hast, was du wirklich möchtest, was dein persönlicher Wunsch ist, dann musst du dir eine visuelle Szenerie aufbauen. Das heißt, du musst dir visuell vor deinem geistigen Auge, ja, musst du dir vorstellen, okay, wie sieht das Bild aus, wenn ich meinen Wunsch schon erreicht habe? Bleiben wir bei dem Thema mit dem Traumkörper. Allgemein. Damit habe ich es dann einfacher zu erklären. Wenn du jetzt deine Augen schließt und dir visuell vor deinem geistigen Auge vorstellst, du hast schon diesen Traumkörper und du weißt, wie er aussieht. Du baust dir das jetzt auf. Das ist eine Aufgabe, das ist eine Arbeit, ja. Du baust dir das also auf, deinen Traumkörper, wie er auszusehen hat, wie er sich anfühlt. Fühl, heb mal Gewichte, spring mal hoch, fühl einfach, versuch verschiedene Sachen und mach das alles vor deinem geistigen Auge. Du wirst erstaunt sein, erstens, wie viel Spaß das macht und zweitens, wie du dich konstant verbesserst darin und irgendwann, es fühlt sich an wie in echt. Und teilweise noch echter. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man die Erfahrung noch nicht selbst gemacht hat, aber glaub mir, wenn man das konstant übt, dann wird es irgendwann wie ein Leben, wie ein echtes Leben, dass wenn du die Augen schließt, du bist sofort da, das dauert 3 Sekunden und du bist in deiner visuellen Szenerie drin und du fühlst, spürst mit Emotionen, du bist da drin wirklich drinnen, du bist drinnen und fühlst und erlebst aus dieser Ego-Perspektive. Seine visuelle Szenerie baut man immer aus der Ego-Perspektive auf. Das heißt, du schaust in deiner visuellen Szenerie auf die Welt, du schaust Personen an, du schaust zum Beispiel die Gewichte an, wie du sie hebst, du siehst deine Arme, du siehst deinen Körper. All das machst du aus der Ego-Perspektive. Wenn du dir jetzt deine visuelle Szenerie aufbaust, dann solltest du anfangen. Zum Beispiel, du gehst mit deinem Traumkörper ins Fitnessstudio. Du hebst deine Gewichte oder machst Sport oder gehst joggen, was auch immer, um deinen Traumkörper zu erreichen. Und jetzt gehst du mit deinem Traumkörper als Beispiel einkaufen oder du gehst abends aus. Und jetzt schau und du bist allmächtig in deiner Visualisierung. Das heißt, du kannst alles visualisieren, was du möchtest. Es gibt keine Begrenzung. Die Begrenzungen finden nur in dir statt, wenn du dir Begrenzungen aufgibst. Also trau dich ruhig und stell dir vor, wie Frauen dich anschauen oder wie Männer dich anschauen und wie du begehrt wirst, wie dir Leute, die du kennst, Komplimente machen. Wow, hast du einen tollen Körper. Stell dir auch gerne vor, wie Menschen zu dir hinaufsehen und sagen, wow, das möchte ich auch erreichen. Und in deiner Szenerie, das muss sich nach einer gewissen Zeit, und das braucht Zeit und Übung, muss sich das echt anfühlen. Du musst das wirklich, die Emotionen fühlen, du musst sie spüren. Du musst spüren, wenn Leute dir Komplimente geben, dass du dich darüber freust. Das kann gerne so weit gehen, dass du Gänsehaut bekommst bei gewissen Emotionen oder bei gewissen Abläufen deiner Szenerie. Und da kommen wir auch schon zu dem dritten Punkt. Es ist extrem wichtig für deine Visualisierung, gewisse Ankerpunkte zu setzen. Das heißt, du hast 3 oder 4, so mache ich es zumindest, 3 bis 4 Ankerpunkte setze ich, die
immer vorkommen. Jeden Tag, bei jeder Visualisierung, die ich abends mache, wo ich meinen Wunschzustand manifestieren möchte, habe ich 3 bis 4 Ankerpunkte. Das heißt, ein Ankerpunkt wäre in diesem Beispiel, du gehst ins Fitnessstudio und hebst die Gewichte, gehst joggen, was auch immer. Der zweite Ankerpunkt wäre zum Beispiel, dass du im Fitnessstudio Gespräche führst, wie Leute dich zum Beispiel fragen, wow, kannst du mir Tipps geben? Oder jetzt im Falle eines Mannes, dass eine nette, hübsche Dame kommt und fragt, kannst du mir mal bitte helfen? Kannst du mich mal spotten? Ja. Der dritte Ankerpunkt wäre, und natürlich, man flirtet oder so, wenn du Single bist, dass man dann flirtet, dass du, die Möglichkeiten sind offen. Und der dritte Ankerpunkt wäre, dass du zum Beispiel dann dich abends in eine Bar reinsetzt mit irgendwelchen, mit deinen Freunden und die Freunde geben dir Komplimente und sagen, wie toll du aussiehst und auch von außerhalb Menschen, die du nicht kennst, kommen und schauen dich an und du merkst richtig, du kriegst Aufmerksamkeit. Das wäre dann zum Beispiel der dritte Ankerpunkt. Und der vierte Ankerpunkt wäre dann, wenn du jetzt einen vierten haben möchtest, kannst du noch einen vierten dazu packen. Ja, du kannst auch mehr als 4 Ankerpunkte, aber diese Ankerpunkte sind eigentlich nur dafür da, dir eine Struktur in deiner visuellen Szenerie zu geben. Denn ansonsten fängst du jeden Tag irgendwie was an zu visualisieren und erstmal musst du dir überlegen, was visualisiere ich mir denn? Und das dient so ein bisschen als Leitfaden. Und zwischen diesen Ankerpunkten kannst du alles individuell gestalten. Probiere neue Sachen aus. Übe mit deiner Visualisierung zu spielen, mit deiner Vorstellung. Aber ich empfehle es, Ankerpunkte zu setzen, damit du einen Leitfaden hast. Und wenn du das machst, dann fällt dir deine Visualisierung viel einfacher, denn diese Ankerpunkte visualisierst du ja immer und immer wieder, Tag für Tag. Und die werden immer stärker und stärker, sie werden immer besser, immer schärfer. Und das macht es natürlich viel einfacher. Und der letzte und mit der wichtigste Punkt ist die konsequente Wiederholung. Es bringt nichts, wenn du das, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit voller Motivation beginnst und nach 2 Tagen hörst du schon wieder auf. Du musst das schon wirklich einen konsequenten Intervall führen. Das heißt, jeden Abend vorm Schlafengehen legst du dich hin, du entspannst dich mit ein paar Atemzügen oder wie du das auch eben machen möchtest. Es gibt da keine Richtlinien. Entspann dich, komm runter und dann fang an, deine Bildszenerie aufzubauen. Fang an, in deiner Vorstellung, geh zum ersten Punkt, Ankerpunkt. Mache irgendwelche Sachen, teste aus, mache irgendwas, beweg dich, wie ich gesagt, fühl mit deinem Körper. Dann gehst du zum zweiten Ankerpunkt, dann gehst du zum dritten Ankerpunkt, dann gehst du zum vierten Ankerpunkt. Und mache das jeden Tag, immer und immer wieder. Und ein ganz wichtiger Punkt ist bei der ganzen Sache, du musst agieren aus dem Standpunkt heraus, dass du deinen Wunsch schon erreicht hast. Du darfst also nicht den Fehler machen, dass du dir vorstellst, dass du erst zu diesem Körper kommst, sondern du bist schon in diesem Körper und von diesem Standpunkt aus agierst du jetzt. Ja, wie ich das in den Beispielen erklärt habe, mit dem, du gehst ins Fitnessstudio und siehst dir deine großen, tollen Muskeln an und so weiter. Also du bist schon an deinem Wunschziel angekommen und von dort aus visualisierst du weitere Schritte. Zudem ist es noch ganz wichtig und super effektiv, wenn du das deiner visuellen Szenerie abspielen lässt, dass du immer müder wirst, aber bewusst deine Szenerie abspielen lässt. Denn umso mehr dein Wachbewusstsein in den Hinterhalt gerät, ja, du wirst müder, du kommst so ein bisschen in so einen Schlummerzustand. Und das ist der perfekte Zustand, um zu manifestieren. Weil dann dein Wachbewusstsein, ja, deine Filter, die alles filtern, was nicht ihrer Überzeugung ist, wird so ein bisschen in den Hinterhalt gerückt. Und es geht vielmehr in dein Unterbewusstsein
ungefiltert. Ja? Und das ist, was wir eigentlich damit erreichen wollen mit dieser Technik, mit Manifestieren. Wir wollen unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Und wie schon beim letzten Video, oder wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, da geht es um Selbstgespräche und da ist es nichts anderes. Dadurch, dass man bewusst auf seine Selbstgespräche achtet, fängt man an, sein Unterbewusstsein zu deprogrammieren. Das heißt, man erkennt, welche Systeme laufen denn in meinem Hintergrund und dann kann man anfangen, sie gezielt zu verändern. Und genauso ist es jetzt mit dem Manifestieren. Wenn man in so einem Schlummerzustand ist, dann kann man durch die visuelle Szenerie diese ungefiltert oder praktisch fast ungefiltert in sein Unterbewusstsein überspielen. Und deswegen ist die konsequente Wiederholung so wichtig, denn das dauert ein Weilchen. Du hast nämlich über Jahrzehnte falsche Glaubenssätze, falsche Affirmationen, falsche Glaubensmuster hast du dir aufgebaut und die gilt es jetzt erstmal zu überspielen. Du musst nichts in dir auflösen. Das ist, man muss in sich nichts auflösen. Man muss nur etwas überspielen. Das ist gemeint mit der Matrix. Die Matrix ist dein Unterbewusstsein. Die Matrix, das bist du. Du im Gesamten bist die Matrix. Und dein Unterbewusstsein ist das Programm. Und du musst das Programm überspielen mit neuen Überzeugungen und neuen Affirmationen. Also, falls du das nächste Mal dir was vornimmst, dann befolge mal diese vier Schritte, die du jetzt erfahren hast und versuche dann mal, in dein Projekt zu starten, etwas Neues auszuprobieren oder wenn du versuchst, mit deiner Partnerin zu reden oder mit deinem Partner, bau dir mal eine Szenerie auf, führe diese konsequent durch und du wirst merken, wie du Erfolg hast im Leben, wie plötzlich die Sachen funktionieren. Und du wirst merken, wenn du das konsequent durchführst, jeden Tag vor dem Abend bis in den Schlummerzustand hinein und dann ins Einschlafen, wirst du nach einer gewissen Zeit, und die ist nicht zu lang, wirst du merken, wie sich Dinge in deinem Leben verändern. Und jetzt musst du auf diese Veränderung, ja, es ergeben sich Möglichkeiten und jetzt musst du auch aktiv werden. Das ist auch sehr wichtig. Du musst aktiv werden. Du musst also dann wirklich auch ins Handeln kommen. Und nur die Visualisierung oder das Manifestieren in dem Schlummerzustand oder in deiner Vorstellung vor deinem bildlichen Auge, das reicht nicht alleine, damit sich der Wunsch erfüllt. Du musst auch aktiv werden. Das heißt, du musst ins Fitnessstudio gehen oder du musst dann joggen gehen. Aber was ich dir versichern kann, ist, deine Motivation wird konstant bleiben. Wenn du das durchziehst mit der Bildszenerie abends, dann wird deine Motivation bleiben. Du wirst Lust bekommen darauf. Du wirst anfangen, wirklich Bock darauf zu haben. Und dann wirst du auch Veränderungen in deinem Körper spüren. Du wirst viel motivierter sein und du wirst Energie haben. Also, ich wünsche dir viel Erfolg, wenn du das nächste Mal dich an einen Wunsch wagst. Beachte diese Punkte. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie natürlich gerne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.